Guck mal hier. Ja. Bultmucke.de. Können wir mal machen, ne? Ja, erstes Halbjahr 2013 ist fast rum. Wenn ihr mal so zurückguckt, wie ist es euch ergangen dieses Jahr? Ja, wild. Wild. Man hat gedacht, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, okay, das war wild. So viel mehr kann da jetzt ja nicht kommen. Und dann schon in der ersten Woche, glaube ich, im Januar, ist dann schon wieder fast mehr passiert als in dem letzten Jahr. Und ja, wenn man das jetzt hochrechnet bis hier Sommer, unglaublich. Okay, was sind so die Highlights, wenn du jetzt hier zurückguckst, was dieses Jahr vielleicht schon passiert ist, wo du sagst, Mensch? Highlight war natürlich, dass ich Zeit hatte, mit Udo Zwackel Geilon zu produzieren. Das war da endlich mal am Stück, Ewigkeiten hatten und einfach frei sein durften. Er hatte keine Termine, ich hatte keine Termine und wir haben einfach nur gemacht. Dann, nächster Highlight war auf jeden Fall die Brummer-Tour. Erste richtige Nightliner-Tour. Vollgestopft mit Kumpels und Freundinnen und Flamingo-Girls. Und dann sind wir einfach durch die Republik gefahren und haben einfach nur gemacht und gute Party und danach gleich irgendwann im Bus ausgeschlafen, nächste Stadt da gewesen, aufgestanden, weiter ging's. Und dann Highlight, auf jeden Fall dieses Jahr noch Bundesvision Song Contest ist natürlich ein Highlight. Davor natürlich noch das Ultra-Highlight hier, das Album, ne? Schöne Sammelbox, Premium-Box und hier ein großes Highlight, was ich echt nochmal hier am Masken habe, ist natürlich Huch. Meine Picture-Disc hier. Das ist, habe ich ja lange für gekämpft, beziehungsweise habe ich mir lange gewünscht, ne? Okay. Also, ja, dass ich das halt machen durfte. Das, wir haben so viel Spaß gehabt und so viele Möglichkeiten. Alles ohne Album. Nur mit eigentlich 30 Grad und WhatsApp sind da eigentlich so die eigentlichen richtigen Singles, die vorher rauskamen. Oder die Lieder so. Und dann so viele Möglichkeiten, das ist also komisch, dass jetzt erst das Album kommt. Genau, deswegen fühlt es sich sehr, steht ja auch in der Rezension bei euch drin, an wie so ein bisschen Best-of, ne? So vom Style her. Sind halt auch neue Sachen dabei, wo du sagst so, Mensch, geht vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung vom Style her oder du hast halt ja, ein bisschen ausprobieren können irgendwie. Das ist auf jeden Fall eine volle Pulle auf dem Album. Das ist, sind Hits und Brummer. Halt hier so 30 Grad Art, das ist ja 80s Look, dann ist es auch, was heißt 80s Look, hört sich so blöd an, sind so ein paar Töne aus den 80s mit dabei, dann ist es auch so ein bisschen in die 90s Richtung, Elektro, Hip-Hop, alles gemischt, viele Features dabei, ne? Da ist ja Bonnie Strange ist dabei, Masimoto ist dabei, Vokal Matador ist dabei, Felix Brummer ist dabei, Jen vom Großstadtgeflüster ist dabei. Udo Zwackel, mein Produzent, hat auch mal eine Line gedroppt, so sagt man das im Hip-Hop, gespittet. Ja, das, also man konnte schon, ja, da wird eine Menge drauf sein, so, also eine Menge unterschiedlicher Kram auch. Aber es trotzdem, am Ende gibt es wieder so eine schöne Kurve. Also ist jetzt nicht so zack, 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 sondern so, geht die so an oder geht die so, ich weiß gar nicht, so, ne, das Album, ja. So geht's los, das Album, und dann miau. Und dann so, Kurz nochmal ein kleiner Schwenker zu deiner musikalischen Entwicklung. Du hast ja nun schon wirklich einiges gemacht, produziert, ausprobiert, dich präsentiert. Hast du auch vielleicht Lust, irgendwas musikalisch mal anderes auszuprobieren? Kann man sich für dich mal vorstellen als Metal-Shouter oder? Naja, auf jeden Fall erstmal Geilon rausballern, ne? Mit Vollgas und Trompeten. Und, ist aber natürlich schon was geplant, auch mit Udo Zwackel, mit dem ich ja Geilon gemacht habe. Wir sind die Brummer Boys und machen eine EP zusammen und da mal ein bisschen ausprobieren. Ne? Also was so entstanden ist, was wir so gelernt haben, wie wir zusammenarbeiten und Sachen, die es nicht aufs Album geschafft haben, sage ich jetzt mal, kommen dann auf die EP und na halt weitermachen, Musikvideos immer weitermachen oder Quatschvideos oder irgendwas oder weiter Musik machen. Und die Entwicklung kann ich noch gar nicht so richtig sagen. Wird auf jeden Fall wild, vielleicht wird es auch Singer-Songwriter-mäßig werden, wie es mir gerade so passt, weißt du, wie das Lagerfeuer brennt, sag ich mal, ne? Die Vorstellung ist echt schön, mit Gitarre, ey. Drin, wie schwer war es denn für das neue Album, die ganzen Songs so zusammenzustellen? Also war das wirklich schon, hattet ihr einen Pool, oder? Nee, wir haben immer
uns getroffen, Bestellung gemacht, ne? Irgendwas zu essen bestellt. Da haben wir gegessen und haben überlegt, was machen wir denn mal. Ne? Und dann haben wir irgendwie angefangen. Ein paar Tönchen hat auch noch Udo Zwackelchen so gedrückt auf seinem Keyboard. Dann kam da ein bisschen Sound raus und dann, ah, cooler Beat. Was machen wir da drauf? Keine Ahnung. Nächsten Beat. Und dann irgendwie, dann war es nachts zum Beispiel und dann, ach, klick, das. Angefangen, Text drauf zu machen und dann ist es immer so geworden. Und als ich das erste Mal das Album so durchgehört habe am Stück, da habe ich dann gemerkt, so, oh, das ist ja durchgehende Sache so, ne? Ich habe erst gedacht, das ist so kreuz und quer alles und so. Aber deswegen, es gibt echt einen ganz guten Schwung und hört sich an wie aus einer Hand. Ja, wir sind so eng miteinander zusammen. Habe ich mir aber nicht vorstellen können, weil ich habe noch nie ein Album gemacht halt vorher und deswegen wusste ich nicht, wie hört sich das am Ende an. Was ist das für ein Ding? Alle haben immer gesagt, oh, ich bin so froh, dass das Album fertig ist und es ist so rund geworden und so. Konnte ich immer nichts mit anfangen. Ne? Und jetzt weiß ich halt auch so, ey, guck mal hier, wie rund das Ding ist hier. Ne? Dann habe ich gesehen, im Geil-On-Video für die, da hast du ja eine Triangle drin, so Dreieck im Hintergrund. So. War das deine Idee oder dachtest du, Mensch, wir müssen den Hipstern da nochmal so ein verstecktes Signal geben? Oder? Nee, das Video hat ja Jürgen Schmallopp gemacht. Und der fand das in dem Moment, glaube ich, ganz spaßig, dass da ein Dreieck ist und da hinten läuft ein Löwe vorbei. Ja, das ist voll der Hipster-Style. Ist es, ne? Ja. Habe ich mir dann auch, also ich habe so die ersten Kommentare gelesen und meinte so, oh, Dreieck, das ist ja voll Hipster so. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, ey. Aber stimmt ja, das ist ja euer Logo auch so, ne? Ja, ist voll das Hipster-Video geworden. Haben wir extra so geplant, haben dafür, ich glaube, das hat 50.000 Euro gekostet, das Skyline-Video. Nur für das Dreieck. Kult ist für mich auf jeden Fall so, auch jemand mit Bart ein bisschen, so gelben Ansatz hier so vom Rauchen, ein bisschen muffig riechend auf so einem Sessel hier, Holztisch und am besten eine Blume, die schon ein bisschen abgetrocknet ist, so. Das ist für mich kultig so. Und da abhängen, ne? Da abhängen, also so mit dem Statement so, hat sich so bewährt. Ja, entspannter Sonntag natürlich. Hotel Late Checkout, pfeifende Ohren, Club Sandwich Bestello, Fernseher an, vielleicht den Fork ein Stückchen weiter aufziehen und dann ein bisschen Fernsehen gucken und Club Sandwich essen. So. Und gucken, ob noch was in der Minibar ist. Also mal 5 Grad sein lassen. Ja, einfach mal abhängen, ne? Und einfach mal ein bisschen später packen. Ach, Tour noch. Genau. Ja. Na, wir sind über den ganzen Sommer sind wir schön auf Achse, ne? Festivaltour. Eigentlich jedes Wochenende. Immer 1-2 Festivals. Es wird ganz geil werden, ne? Können wir richtig schön draußen abhängen, ne? Und einfach mal den Sonnenuntergang anschauen und so. Und dann kommt der Bundesvision Song Contest schon. Und danach geht es dann eigentlich weiter auf die Hitze und Brummer Tour. Einen Monat lang Nightliner. Ganzes Team, Flamingo Girls dabei, dann Jürgen Schmallopp dabei, MC Izzo dabei, Vokalmatador natürlich ganz oben mit dabei. Und dann noch ein paar Kumpels, die Bock haben, so, weil wir haben ja einen großen Nightliner und da ist ja dann auch Platz. Und dann können halt auch alle mitkommen, die Bock haben, ne? Aus dem Freundeskreis. Und dann macht man sich eine schöne Zeit, ne? Und wir sind ja echt einen Monat unterwegs, ne? Ein bisschen über einen Monat sogar, ne? Wann geht's da los? Anfang Oktober. Also kann man jetzt schon Karten vorbestellen, ne? Sind sogar schöne Karten so bedruckt, so mit mir drauf und sowas. Richtig schöne Karten. Also da habe ich mich gefreut, als ich das erstmal gesehen habe. Ja, kann man dann, also ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hätte mal so einen weißen Platz lassen sollen, damit man da drauf unterschreiben kann noch. Aber es ist echt cool. Ja, und dann hier noch die Dings, ne? Das Böckschen hier nochmal, falls es jemand interessiert, ne? Im T-Shirt drinne. Schön so, soll ich das mal aufreißen? Interessiert euch ja, ne? Das, oh, das ist, guck mal. Geil, ne? Ne, Geilon. MCF, ne? MC Fitti. Und dann hier, ganzen extra Hipster-mäßig. Eigentlich wollte ich ein Dreieck drauf haben, aber da hat sich der Grafiker verhauen, glaube ich. Der Biter. Das ist dabei. Musik. Instrumentals. Mit Booklet hier, allen Kram drinne. Konfetti ist dabei. Hier noch was.
Poster zum Ausmalen. Sehr cooles Diagramm, habe ich auch online gesehen. Wer hat die gemacht? Ich mit Jürgen Schmalop. Ach echt? Okay, cool. Ist geil. Hipster-Aufnäher für die Jeansjacke. Hast du drauf? Jo. Das Einhorn, ey. Natürlich Konfetti für Langeweile. Wenn du echt dich mal langweilst, kannst du mal so machen hier. Alter, jetzt geht's mir wieder besser. Und ein Aufkleber, angestanzter Aufkleber. Ne? Richtig ordentlich, die zeige ich jetzt aber nicht. Den müsst ihr euch kaufen. Hier mit der Box. Vorbestellung. Genau. Da hinten, ne? Aber schön war's. War cool.